Okay, Skalierung als IT-Dienstleister, Softwareentwickler, Berater. Eine Kombination aus dem Ganzen ist immer sehr gut. Skalierung ist letztendlich basiert auf exakt zwei Dinge. Ich will es hier mal wirklich runterdampfen auf die absolute Essenz der Skalierung bei all dieser Komplexität und bei all diesen offenen Fragezeichen und. Was kostet mich was? Wer soll was machen und so weiter? Zwei Dinge. Mehr Kunden. Also zwei Fragen stelle ich mich. Wie mehr Kunden? Okay, das ist die erste Frage, die du stellen musst, die du beantworten musst und die du permanent jeden Tag wieder durch den Kopf gehen lassen musst. Wie mehr Kunden? Neukundengewinnung. Okay, deswegen heißt dieser Kanal auch Neukundengewinnung B2B. In dem Fall für die ehrliche Branche. Die zweite Frage ist ganz, ganz wichtig. Wie mehr Kunden wert? Das ist der sogenannte Customer Lifetime Value, CLV auf Englisch. Ja. Und das sind die einzigen zwei Fragen, die du dir stellen musst. Und alles, was du tust, bis zu einer Flughöhe von meinetwegen 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr als IT-Dienstleister, Softwareentwickler. Also da die meisten, die jetzt hier mein Video sehen werden, haben da noch lange Strecke hin. Alles andere, was nicht in diese beiden Richtungen geht, was nicht in diese beiden Fragen hier einzahlt, in diese beiden Punkte streichen. Okay, also wie bekomme ich mehr Kunden und wie kann ich den Kundenwert jedes einzelnen Kunden steigern. Damit steht und fällt, wenn du das optimierst und immer wieder daran arbeitest und immer wieder daran arbeitest und immer wieder daran arbeitest, kann dir im Grunde nichts passieren. Ja? Wenn du deine Energie und deine Ressourcen auf andere Dinge, ja, sonstige Logo und das oder irgendwie nochmal ein Rebranding und was weiß ich alles für Zeug verschwendest, dann kann es sein, dass du nicht das Optimale und das Maximale rausholst. Und vielleicht sogar in der Skalierung dich ausbremst, nicht so schnell bist, dann deine Mitbewerber dich überholen, die einfach nur diese zwei Dinge hier für sich fokussieren, ja, die es eben richtiger machen und du letztendlich dann am Ende irgendwann verschwindest. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dir das quasi sozusagen als dein tägliches Gebet, ja, morgens und abends, ja, immer wieder ins Gehirn reinpresst. Ja? Also mehr, wie mache ich mehr Kunden, wie erhöhe ich den Kundenwert? Dann kommt der nächste, dann gehst du eine Stufe tiefer und dann sagst du, okay, was konkret muss ich tun? Wen beauftrage ich damit? Wir reden hier vom Skalieren, das heißt, du kannst nicht mehr alles selber machen, willst ja wachsen. Und wie? Also diese drei Fragen und genau in dieser Reihenfolge, ja, musst du dann beantworten. Das ist sozusagen die nächste Stufe, eine Stufe tiefer. Warum ist das so wichtig? Weil, ja, die allermeisten, und das ist ja klar bei allen das Gleiche, bei mir genauso, die quasi Einzelunternehmer sind, die machen das anders. Ja, die stellen sich die Frage, wie? Bei allem. Ob das jetzt Facebook-Werbung ist, LinkedIn-Werbung, Kaltakquise, Vertrieb, Marketing, scheißegal, Recruiting, die stellen sich immer zuerst die Frage, wie? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Dann machen sie noch ein Coaching, noch ein Coaching, noch ein Coaching, noch ein Coaching, noch einen Online-Kurs, noch einen Udemy-Kurs, ein teures Coaching, noch eine Mastermind, noch eine Masterclass, noch eine Mastermind, noch eine Masterclass. Ja? Dann haben sie sich irgendwie durchgecoacht. Ja, haben Hunderttausende von Euro ausgegeben für Weiterbildung und haben sich ständig immer nur die Frage, wie gestellt. Ja, was auch ganz gut ist, wenn du Einzelkämpfer bist und so weiter, dann ist das auch der richtige Weg. Aber wenn du skalieren möchtest, wenn du quasi wirklich massiv wachsen willst und nicht bloß 5 oder 10%, dann musst du die Reihenfolge umdrehen. Dann musst du sagen, okay, was muss gemacht werden? Wer ist der Beste, um dieses Was zu machen? Und dann erst wie. Das Wie musst du eventuell gar nicht mehr wirklich wissen dann irgendwann mal, weil irgendwann mal ab einer gewissen Unternehmensgröße kannst du gar nicht das ganze Wie ständig alles wissen. Also ich weiß,
Es gibt Leute, die sagen, okay, be T-shape, always T-shape, ja, sei hier Experte in genau einer Disziplin, aber dann kenne dich auch mit dieser Disziplin hier, Facebook, LinkedIn, Kaltakquise, das aus und du bist hier genau Experte in der Softwareentwicklung, okay, aber kennst aber auch alles andere, also mach so viel Coachings, dass du irgendwie dich mit allem auskennst. Okay, aber dennoch bist du immer nur Experte in dieser einen Sache und bedenke, dass das alles Geld und Zeit kostet, in denen du vielleicht, wenn du skalieren möchtest, und das ist auch okay so, wenn du ja Freelancer bist oder einfach bis zu, sagen wir mal, bis zu 3 Mitarbeitern oder sowas, ja. Aber wenn du jetzt wirklich mal etwas größer werden willst, ja, dann ist das nicht mehr möglich, dass du das Ganze wie ständig selber beantwortest. Dafür gibt es dann die Wers. Und um die richtigen Wers zu finden, musst du erstmal was. Was muss alles gemacht werden? Und ganz am Anfang, die meisten, die skalieren wollen, die am Anfang stehen vom Skalieren, die haben die häufigsten, was es die überhaupt gibt. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ja? Ist es jetzt die Kaltakquise per Telefon? Ist es jetzt das LinkedIn-Markt? Ist es jetzt die Facebook? Was noch? Was muss ich machen? Ja? Und händeringend suchen die Antworten auf das Was. Ja? Dann wer? Ja, das ist das Recruiting. Und dann wie? Und das Wie ist letztendlich dann das Unwichtigste, weil dafür hast du die Wer, die dann die Verantwortung für das Wie übernehmen. Wenn du jetzt einen gewissen Zeitraum, und hier Vorsicht, Achtung, ich habe es ja eingangs gesagt beim anderen Video, du musst immer jedem Ding einen gewissen Zeitraum geben. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Akquise bist, für SAP Commerce zum Beispiel, weil ich das jahrelang gemacht habe, dann hast du teilweise einen Sales-Zyklus von einem Jahr oder sogar noch länger. Und dann kommen die Projekte, die dann insgesamt 1-2 Millionen Euro mehr wert sind. Das heißt, du hast diese Timeframe, das heißt, wenn du jetzt hier einen Wer hast, ja, also du hast jetzt jemanden rekrutiert, der für dich den Vertrieb macht, das kann jetzt extern jemand sein, ein Experte wie ich, oder halt auch intern, ist völlig egal. Du hast einen Wer gefunden, der für dich SAP Commerce Leads macht, ja, Sales, Vertrieb macht. Und du gibst dem nur 3 Monate und der hat noch keinen Return für 1 Million Euro gemacht, oder gibst ihm nur 6 Monate oder sogar nur 9 Monate, auch das ist manchmal noch zu kurz. Dann hängt es nicht am Wer, ja, sondern hängt es am Wie. Dann hast du das Wie falsch gemacht, denn der Wer weiß wie. Unter Umständen. Nur du hast ihm das Wie genommen, indem du sagst, der Wer weiß, okay, das dauert 12 Monate, dann kommt der erste Return. Plakativ jetzt ausgedrückt. Und du hier oben bestimmst dann über den Wer, wie sein Wie machen soll. Und das ist komplett verkehrt. Having said that, würden die Engländer sagen, obgleich, néanmoins, sinon, ja, sagen die Franzosen, wenn du, cependant, ja, einen Wer auserwählt hast und du gibst ihm einen Task, wo du von vornherein gesagt hast, okay, nach 12 Monaten, nach 16 Monaten möchte ich das erste Return sehen, ja, jetzt in dem einen plakativen Fall, ja. Dann und nach 2 Jahren ist kein einziges Geld geflossen und ich habe schon häufig für Systemhäuser, SAP-Systemhäuser, Subcommerce-Agenturen gearbeitet, wo ich Vertriebler gesehen habe, die haben seit 2-3 Jahren nicht wirklich irgendwie nennenswerten Umsatz gemacht. Ja, und die waren halt irgendwie hübsch und so, meistens Mädels und sowas, irgendwelche Account-Manager oder sonst was. Und die saßen halt da 2-3 Jahre und die haben schon irgendwie Umsatz gemacht und so, aber nicht so wirklich diese Millionenaufträge, die sie eigentlich quasi als Vorgabe hatten. Und die waren schon 2-3 Jahre, also so alles ab 2 Jahre plus. Und da ist noch nicht der wirkliche Umsatz gekommen. Dann das Wer austauschen. Dann hast du das falsche Wer für das richtige Was. Ja, in dem Fall Vertrieb für diese SAP Commerce Cloud zum Beispiel. Ja, da musst du das Wer austauschen. Aber nicht vorher. Okay, weil du unter Umständen den richtigen Wer hast, aber du nicht das richtige Wie verstanden hast. Und dann tauschst du den richtigen Wer aus mit dem richtigen Wie und das Was ist das Resultat. Der Verkauf von der SAP Commerce zum Beispiel hat dann letztendlich findet nicht statt. Okay, ich hoffe, ich habe das einigermaßen ausgedrückt. Ansonsten melde dich einfach bei mir auf ein kostenloses Erstgespräch. Bin immer bereit,
mit jemandem mich auszutauschen. Wie gesagt, auch gerne kostenlos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Thomas Klein. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.